die Mensch-Computer-Interaktion versucht, Benutzer dabei zu unterstützen, ganz unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Und eine der grundsätzlichsten Aufgaben, denen wir in der Mensch-Computer-Interaktion begegnen, ist das Selektieren von Zielen. Und das ist gerade das, was Fitts Law beschreibt, mit dem wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen werden. Dabei schauen wir uns Fitts Law an, wir schauen uns aber auch den Index of Difficulty an, wie man den bestimmt, der den Ganzen zugrunde liegt. Und wir schauen uns an, wie man die gerätespezifischen Konstanten, die in Fitts Law enthalten sind, für Eingabegeräte bestimmen kann. Aber schauen wir uns erstmal ein einfaches Beispiel an. Hier haben wir ein Tablet, auf dem sind zwei Kreise und jetzt versucht ein Benutzer vielleicht, einen dieser Kreise mit dem Finger auszuwählen. Das heißt, wir versuchen diese Bewegung zu machen und vielleicht machen wir das auch häufiger, das heißt hin und her. Und wenn man das Ganze tut, dann kann man sich fragen, woran liegt es eigentlich, jetzt, dass ich jetzt eine bestimmte Zeit brauche für diese Bewegung? Also warum brauche ich so lange, wie ich brauche, um jetzt einen dieser Kreise auszuwählen? Naja, das hängt zumindest von zwei Faktoren ab. Das eine ist natürlich die Entfernung zum Ziel. Ja. Je weiter das Ziel weg ist, desto länger dauert es natürlich und je näher es dran ist, desto schneller bin ich. Und der zweite Parameter, von dem es abhängt, das ist die Größe des Ziels oder auch die Breite. Wenn das Ziel breiter ist oder größer, dann bin ich entsprechend schneller und wenn das Ziel kleiner ist, dann werde ich ja langsamer, weil ich mir mehr Mühe geben muss. Mit dieser Frage, woran liegt das denn jetzt eigentlich, hat sich in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts schon Paul Fitts beschäftigt. Paul Fitts stellt die Frage, ich habe ein Ziel und ich habe Menschen und jetzt wollen Menschen dieses Ziel auswählen. Wie funktioniert das eigentlich und wie lange brauchen Menschen dafür? Dafür hat sich Paul Fitts einen recht cleveren Apparat ausgedacht. Der Apparat sah ungefähr so aus. Man sieht diese zwei schwarzen Flächen und das sind Metallplatten. Und dann hat der Proband einen Stift in der Hand gehabt und wenn er mit diesem Stift eine dieser Metallplatten berührt hat, dann wurde ein Stromkreis geschlossen. Und dadurch, dass der Stromkreis geschlossen wurde, konnte man sehr genau messen, wie viel Zeit vergangen ist. Was der Apparat jetzt auch noch konnte, war, man konnte die Metallplatten auswechseln. Man konnte sie durch breitere Metallplatten und schmalere Platten auswechseln und man konnte den Abstand zwischen ihnen variieren. Und damit konnte Paul Fitts verschiedene Entfernungen untersuchen und verschiedene Breiten von Zielen untersuchen und das Ganze mit einer sehr hohen Genauigkeit. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen, was da jetzt passiert ist. In seiner Studie hat Paul Fitts vier verschiedene Entfernungen genommen, also er hat Inches genommen und er hat 2, 4, 8, 16 Inch als Entfernung genommen und er hatte vier Breiten, das waren 0,25 bis 2 Inch an Breiten. Das heißt, er hat dann alle Kombinationen genommen, das heißt 16 Stück, und hat mit denen eine empirische Studie durchgeführt, bei denen er sich angeschaut hat, wie lange brauchen jetzt Probanden im Durchschnitt, wenn sie jetzt diese Ziele auswählen wollen. Und was er gefunden hat, war das hier. Ja, da sieht man auf der einen Achse die Anzahl an Sekunden, also von 0 Sekunden bis 0,8 Sekunden. Und auf der anderen Achse, da sieht man jetzt die Distanz und die Breite der Ziele. Das heißt, wir haben dieses 0,25 bis 2 Inch breite Ziele und wir haben von 2 bis 16 Inch Ziele, die diese Entfernung hatten. Das heißt, wir haben die Bewegungszeit auf der einen Achse und die Distanz und die Breite auf der anderen. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, dann ist das so das, was wir erwarten würden. Wenn die Entfernung der Ziele ansteigt, also wenn wir von 2 zu 16 Inch gehen, dann brauchen die Probanden immer länger. Und das andere, was wir sehen können, ist, wenn wir die Breite der Ziele erhöhen, dann werden Probanden immer schneller. Das heißt, wenn wir 0,25 Inch breite Ziele haben, dann sind sie relativ langsam und wenn wir 2 Inch breite Ziele haben, dann sind sie deutlich schneller. Das heißt, das ist so das, was man erwarten würde, aber wenn wir uns anschauen und dann eine Regelmäßigkeit suchen, dann ist die irgendwie schon vorhanden. Es gibt ja diese beiden Parameter. Wenn die Distanz größer wird, dann dauert es länger und wenn die Breite größer wird, dann geht es schneller. Aber so richtig befriedigend war das noch nicht.
Deswegen hat sich Paul Fitz im nächsten Schritt angeschaut, na, wie kann ich das besser modellieren als jetzt durch diese zwei unabhängigen Parameter? Und was er festgestellt hat, ist, dass die Bewegungszeit, um ein Ziel auszuwählen, eine Funktion ist, die zum einen von der Breite des Ziels und von der Distanz abhängt und vom Eingabegerät. Das heißt, er hat im späteren Verlauf weitere Eingabegeräte getestet. Das sind also die Parameter, mit denen wir jetzt arbeiten können. Wir haben die Distanz, wir haben die Entfernung und wir haben dann zusätzlich die Breite. Und obendrauf haben wir noch das Eingabegerät. Und was wir jetzt bestimmen wollen, ist die Bewegungszeit. Und das Erste, was man erstmal feststellen kann, naja, wenn die Distanz größer wird, dann geht die Bewegungszeit hoch. Wenn die Breite größer wird, geht die Bewegungszeit runter. Und na, das könnte man abbilden, indem man einfach das eine durch das andere teilt. Ja, wenn jetzt in diesem Bruch die Breite größer wird, dann geht die Bewegungszeit runter. Jetzt haben wir das Eingabegerät, dieser Stift, den wir gesehen hatten. Ja. Naja, und das Eingabegerät, das hat Paul Fitz dann mit zwei Parametern beschrieben. Mit A, das ist eine Konstante, die einfach sowas wie vielleicht die initiale Zeit beschreibt, die ich brauche, um diesen Stift jetzt in Bewegung zu versetzen. Und B wird jetzt irgendwie mit D und W ins Verhältnis gebracht. Und was er dann festgestellt hat, ist, dass wenn er B mit dem Zweierlogarithmus von 1 plus D durch W bestimmt, relativ dicht an den empirischen Ergebnissen ist. Warum ist jetzt der Zweierlogarithmus, warum ist der Logarithmus, Paul Fitz war von der Informationstheorie inspiriert, das sieht man auch daran, wenn er jetzt seine Konstanten mit Einheiten versieht. Er hat zum einen die Bewegungszeit, das ist das, was er bestimmen will, dann hat er A und B, das sind Eingabegeräte, spezifische Konstanten, dann hat er die Distanz zum Ziel und die Breite des Ziels. Und wenn er das alles einsetzt, dann kann er damit die Bewegungszeit bestimmen, wenn er A und B hätte. Um jetzt A und B zu bestimmen, hat er noch einen extra Schritt gemacht. Er hat sich also diese Formel genommen und wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man fest, das hat ja zwei Teile. Es gibt diesen A plus B Teil und es gibt diesen Logarithmus von 1 plus D durch W Teil. Und der eine Teil hängt vom Eingabegerät ab, der andere Teil aber nicht. Und jetzt hat er diesen Teil, der nicht vom Eingabegerät abhängt, der auch nicht davon abhängt, was für Einheiten verwendet werden. Also die Einheiten werden ja weggekürzt. Jetzt könnte man die gleiche Studie mit Zentimetern und nicht mit Inch machen. Und in diesem Teil würde sich nichts verändern. Diesen Term, den hat er dann einen Namen gegeben, den hat er einen Index of Difficulty genannt oder auch ID. Und damit ist dann die Bewegungszeit einfach A plus B mal ID. Und der Index of Difficulty, der beschreibt jetzt, wie schwierig es ist, ein Ziel auszuwählen, unabhängig vom Eingabegerät. Und wie gesagt, irgendwie das mit der Informationstheorie, das sieht man dann an den Einheiten, die er gewählt hat. A ist eine Konstante, hängt von nichts anderem ab, wirkt sich direkt auf die Bewegungszeit aus, muss in Sekunden gemessen werden. B ist dann aber, wird dann aber gemessen in Sekunden pro Bit. Und diese Bit kommen gerade aus der Informationstheorie. Und damit ist auch der Index of Difficulty beschrieben in Bits, die sich dann rauskürzen und dann das mit B multipliziert. Okay, jetzt können wir uns die empirischen Daten, die Paul Fitz aufgezeichnet hat, nochmal genauer anschauen. Also das waren die Originaldaten, die er aufgezeichnet hat und das ist der Index of Difficulty. Und was man jetzt machen kann, ist, wenn man jetzt diese Daten hat, dann kann man die neu anordnen. Man kann jetzt sagen, ich baue mir mal ein neues Diagramm. Auf der einen Achse habe ich immer noch die Bewegungszeit, auf der anderen Achse habe ich jetzt aber den Index of Difficulty. Und für jede dieser Kombinationen aus Breite und Distanz kann ich mir jetzt einen Index of Difficulty bestimmen. Wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns das mal an für die einfachste Aufgabe. Ja, was ist die einfachste Aufgabe? Die ist natürlich da, wo die Bewegungszeit am geringsten war. Also ich habe das breiteste Ziel und ich habe die kürzeste Entfernung. Das ist dann 2 breit, 2 entfernt. Das heißt, D ist 2, W ist 2. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt D2, W2, was ist jetzt der Index of Difficulty? Na, wenn ich das ausrechne, dann stelle ich fest, der Index of Difficulty ist gerade der Logarithmus von
1 plus d durch w. D und w sind 2, also d durch w ist dann 1. Damit habe ich den 2-Logarithmus von 2 und das ist dann gerade 1. Das heißt, diese Kombination hat dann den Index of Difficulty 1 und da kann ich jetzt diese empirisch gemessenen Daten, also dieses irgendwie knapp 0,2 Sekunden eintragen. Jetzt schauen wir uns nochmal das Gegenteil an, den schwierigsten Task oder die schwierigste Aufgabe. Und das ist natürlich da, wo die Bewegungszeit maximal ist. Das heißt, maximale Entfernung, minimale Breite. Wir haben ein Ziel, das 16 entfernt ist, 16 Inch entfernt und ein Viertel Inch breit ist. Jetzt können wir uns wieder fragen, was ist denn jetzt der Index of Difficulty, wenn ich das jetzt oben einsetze? Naja, das ist auch nicht viel schwieriger. Wir haben jetzt wieder der ID, der Index of Difficulty ist der Logarithmus von 1 plus 64. Der 2-Logarithmus von 64 ist 6, also ist irgendwie 6, irgendwie was ganz Kleines. Und das können wir jetzt auch eintragen und dann stellen wir fest, ja, das ist irgendwie auf der anderen Seite, also ungefähr bei 6 und bei gut 0,7 Sekunden. Und wenn ich das jetzt für die beiden gemacht habe, dann kann ich es natürlich auch für alle anderen machen und dann stelle ich fest, ah, das führt ja gerade zu einer gerade, also diese empirischen Daten sind jetzt nicht mehr so stufenweise angeordnet, sondern die formen sowas, was fast wie eine Gerade aussieht. Und wenn wir es genauer anschauen, dann können wir feststellen, ja, wir können da tatsächlich eine Gerade durchlegen. Das heißt, man kann einfach die Ausgleichsgerade da durchlegen. Und das kann man mit sowas wie Excel machen, wenn man das nicht per Hand machen möchte. Und die kann man sich dann auch ausgeben lassen. Also da käme dann raus y, also die Geradengleichung, y ist gleich 0,112x plus 0,028. Was dann hier noch angegeben ist, ist r². Das ist der Fit. Also wie gut entspricht diese Geradengleichung den Daten, die ich da versuche zu approximieren. Und hier ist das Ergebnis 0,987. Das Maximum, was da erreicht werden könnte, wäre 1. Und das ist schon verdammt nah dran. Das heißt, diese Geradengleichung entspricht den Daten extrem gut. Wenn ich jetzt diese Geradengleichung habe, dann kann ich mir überlegen, naja, wie bekomme ich die denn, wenn ich die jetzt nicht mit Excel bestimmt hätte? Die kann ich mir einfach ablesen, wenn ich die gerade bis durch die Achse durchführe. Und dann kann ich einfach sagen, A ist da, wo die gerade die Y-Achse schneidet. Und der andere Parameter ist dann gerade, also dieses 0,112, ist dann gerade die Steigung meiner Gerade. Und damit habe ich dann auch A und B bestimmt, weil A ist halt gerade 0,028 und B ist 0,112. Jetzt habe ich diese beiden Konstanten bestimmt und damit habe ich dann auch alles, was ich brauche, um mit Fitts Law Vorhersagen zu machen. Also ich weiß ja, wie Fitts Law aussieht, dass diese Bewegungszeit ist a plus b mal dem Logarithmus von 1 plus d durch w. Ich kenne a und b. Wenn mir jetzt jemand ein Ziel gibt mit einer bestimmten Entfernung, in einer bestimmten Breite, dann kann ich das einfach ausrechnen. Das heißt, wir können jetzt uns die Frage stellen, wie lange dauert das eigentlich, um ein Ziel auszuwählen, das 21 Inch entfernt ist und 3 Inch breit ist. Naja, das können wir mal Stück für Stück ausrechnen. Im ersten Schritt wissen wir, die Bewegungszeit, die wollen wir mit Fitts Law bestimmen. Jetzt setzen wir diese beiden Konstanten ein, a und b, und haben am Ende noch 1 plus d durch w. 21 durch 3 ist dann gerade 7. Naja, das kann ich dann vereinfachen. Ich weiß jetzt, boah, ich muss den Logarithmus von 8 bilden. Das ist dann auch nicht so schwer. Das kann ich einfach tun. Da komme ich dann auf 3. Und naja, wenn ich das schon getan habe, dann kann ich es auch ausrechnen. Und dann komme ich auf 0,364 Millisekunden. Das ist ein Task, den Paul Fitts sich angeschaut hat. Daneben hat er sich aber noch weitere Aufgaben angeschaut. Das hier ist ein anderes Beispiel von einer Aufgabe, die er sich angeschaut hat. Hier gab es jetzt nicht mehr diesen Stift, sondern hier gab es
Scheiben, die von einem Stab auf den anderen versetzt werden mussten. Das heißt, man hat diese Scheibe genommen und hat die Scheibe dann auf den anderen Stab gesetzt. Und dabei wurde die Entfernung variiert, so wie im ersten Fall. Das heißt, die Stäbe konnten unterschiedlich weit entfernt gesetzt werden. Und zusätzlich konnte man noch die Größe dieses Stabes, also die Breite des Stabes, variieren. Das heißt, man konnte den Stab austauschen und dann gab es breite Stäbe und schmale Stäbe. Und so hat er dann auch das variieren können. Und damit konnte er wieder vier unterschiedlich breite Stäbe, vier unterschiedliche Entfernungen zwischen diesen beiden Stäben, Scheibe hin und her setzen. Und damit hat er diese empirischen Daten aufgezeichnet, die wir hier sehen. Und jetzt können wir uns auch hier fragen, na, jetzt haben wir irgendwie die Daten, was ist denn jetzt A und was ist B für diese Aufgabe?